Hallo liebe Freunde des Spur-G-Blocks, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Moderne Logdecoder bieten zahlreiche Zusatzfunktionen. Ich habe die kalte Jahreszeit genutzt und mal im Handbuch gestöbert, ob da nicht noch etwas Interessantes zu finden ist. Bei meiner Pico BR218 habe ich einen Simo MX696V-Decoder installiert. Und da habe ich den einseitigen Lichtwechsel gefunden, den ich euch zeigen möchte. Dank der von mir verbauten CMO-Lockplatine kann ich den Decoder gleich einfach abziehen und nachher wieder aufstecken. Die meisten Lokomotive erhalten heute ein in Fahrtrichtung wechselndes Front- und Rücklicht. Das Problem ist, dass eigentlich die Lok auf Seite der Waggons gar nicht leuchten darf. Als erstes müssen wir die Verkabelung ändern. Es dürfen nicht Rot und Weiß am selben Funktionsausgang hängen. Stattdessen müssen wir für die Weiß- und Rotlichter getrennte Funktionsausgänge wählen. Die DCC-Norm erlaubt nur ein eingeschränktes Funktionsmapping. Deshalb muss ich für dieses Beispiel in CV61 die SIMO-interne Lösung aktivieren. Ich habe die Rücklichter an die Funktionsausgänge 3 und 4 angeschlossen. Deshalb muss ich jetzt noch programmieren, dass diese Lichter auch angehen, wenn ich die Lichttaste drücke. Die Funktionsausgänge 3 und 4 werden ja jetzt von der Lichttaste gesteuert. Deshalb schalte ich die Möglichkeit aus, dass die normalen Tasten 3 und 4 die Funktionsausgänge schalten. Nach der ganzen Vorbereitung kommt jetzt die tatsächliche Aktivierung der Lichtunterdrückung. Wie kommt man zum Beispiel bei dem Führerschein vorne auf den Wert 99? Der Funktionsausgang 3 muss mit 32 gerechnet werden, also 3 mal 32 sind 96. Dazu muss der Wert der Funktionstaste addiert werden, der die Unterdrückung einschalten soll, das ist auch 3. 96 plus 3 sind die einprogrammierten 99. Allerdings habe ich vergessen, den Soundeffekt umzuprogrammieren, wie ihr jetzt gleich sehen werdet.
Für alle Modellbahner, die sich zumindest ein bisschen am Vorbild orientieren möchten, ist die Möglichkeit der einseitigen Lichtunterdrückung an der Lok eine feine Sache. Bevor ihr fragt, hier im Video habe ich den Simo-Decoder MX696V benutzt. Zum Programmieren nutze ich das Simo MX Ulf A, das Programmiergerät von Simo, sowie die Testplatine MXTAPV, um den Decoder einfach einzustecken und nicht in der Lok zu lassen, während ich dann gemütlich am Schreibtisch programmieren kann. Natürlich muss man im Handbuch blättern und die Erläuterungen sind nicht immer auf den ersten Blick selbsterklärend. Ich habe 2 Versuche gebraucht, bis alles so geklappt hat, wie ich es wollte. Trotzdem finde ich, hat sich die Arbeit gelohnt. Mehr Informationen zu den Produkten von Simo findet ihr wie immer auf der Homepage, wo auch alle Handbücher zum kostenlosen Download bereitstehen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblog.de. Bis dann!